Jungs und Mädels, liebe Freunde der digitalen Bildbearbeitung, Fotografie und solche, die das nie werden wollen. Hallo und herzlich willkommen in den Azus Innsbruck. Mein Name ist Matthias Schweighofer und heute geht es mal um Stative. Ich weiß gar nicht, wie viele Tricks ich raushau. Ich weiß auch noch gar nicht, wie das Video heißt. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt noch vielleicht ein bisschen verwirrt klinge. Das klingt aber dann mit der Zeit ein bisschen ab, weil ich mir dann Sicherheit antrinke. Nein, Spaß. Es geht um Stative. Ich habe nämlich bei einem Workshop eine interessante Frage gehört, die ich nicht beantworten konnte und die passt natürlich perfekt zu einem Bastelkanal wie diesen hier. Und zwar, wie schafft man es in unebenem Gelände, ein Lichtstativ so aufzustellen, dass es sicher ist? Das sind jetzt einige Voraussetzungen für mich und für diesen Bastelkanal in dieser Frage schon gegeben, weil es hat viel mit Sicherheit zu tun und schlussendlich Vertrauen. Ob ich das hinbekomme, ob wir das schaffen und ob ich euch genug Infos für dieses Thema hier geben kann, das entscheidet ihr am Schluss. Ich würde mal sagen, wir starten mit dem Intro. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten paar Minuten. Solltest du aus irgendeinem Grund gerade vom Bäcker-Kanal auf diesen Kanal umgeschaltet haben oder vielleicht mit Fotografie nichts am Hut haben, das ist ein Lichtstativ. Nicht zu verwechseln mit einem Fotostativ, das ein Dreibein ist. Das ist ein Lichtstativ, das sieht so aus. Ist meistens relativ leicht und meistens von einer sehr günstigen Firma, wie in dem Fall eben Valimax, Jimbe oder Co. Warum sind die immer von den günstigen? Nun, das ist nichts anderes als ein Produkt, das irgendwo in Taiwan von kleinen asiatischen Kinderhänden zusammengeschraubt wird. Und eins und allein dieser Stempelaufdruck hier oben verrät, ob es in Thailand gekauft wurde oder nicht. Also man könnte jetzt einfach sagen, ich mache eine Matthias Schweighofer Stativserie und ich drucke einfach Matthias Schweighofer drauf. Das will ich eigentlich damit sagen. Es gibt viele Unterschiede. Es gibt nämlich sehr gute, billige Stative und es gibt sehr schlechte, billige Stative. Das hier ist unter anderem eins, wo ich sage, ja, es gibt Besseres. Warum? Weil dieses Stativ zwar sich auch wunderbar ausfahren lässt, das heißt, das ist so dieses klassische Teil. Mann, ich habe heute wahrscheinlich viel zu wenig Platz in meinem Studio. Perfekt ausgefahren ist es erst, wenn diese Teile hier parallel zueinander sind oder halt in der Waage sind. Ja. Und was meine ich mit, es gibt perfekte und nicht so perfekte? Ich mache halt alles noch kaputt, geil. Es geht um diese Schnallen hier. Ja. Das sind solche Schnellverschlüsse, die man einfach hier eben ranklemmt. Und wenn sie zum Klemmen sind, ist es so, naja, wenn sie zum Schrauben sind, habt ihr schon mal die bessere billige Wahl getroffen. Eindeutig. Dann gibt es in verschiedenen Längen, auf jeden Fall. Was hier drinnen meistens so rumwuselt, das ist die Feder, die in jedem von diesen Elementen drinnen ist. Dann habt ihr auch ein gefedertes, was ja auch gut ist. Ne? Seht ihr? Perfekt. Einziges Problem, ist mir auch schon mal passiert, wenn ich die hier zusammen mache und hier rein klemme und sie dann aufmache, schlägst du dir ganz gerne mal ein Auge aus. Wir haben ja zwei davon, Gott sei Dank, aber man muss da ein bisschen aufpassen. Das heißt, das Teil hier ist wirklich eine der schlechteren Varianten. Und vor allem hat es das Problem, dass so gut wie jedes Stativ hat, und zwar das. Es steht eben auf drei Beinen, aber es steht nicht in der Schräge. Denn wenn wir hier das Ganze schräg aufbauen, deswegen habe ich mir das gebaut, ha? Toll. Sieht man auch schon, naja, man sieht es nicht. Ha? Das ist einfach schief. Das heißt, wenn hier über mir dann der Blitzkopf mit Softbox hängt, dann wird das irgendwann einmal unweigerlich einfach kippen. Das heißt, unser Ziel für heute, irgendetwas zu bauen, dass man ein Stativ in diese Position wieder bekommt. Auch wenn der Berg hier nochmal 100 Meter runter geht, es soll gerade stehen, damit wir einfach Stabilität und Sicherheit fürs Model vergewissern können, sicherstellen können. Jetzt schauen wir uns aber mal ein bisschen teurere Stativ an und schauen mal, ob die diese Probleme gelöst haben, die wir hier bei diesem einfachen Stativ einfach haben. Dieses schmucke Teil hier habe ich auf der Fotokina erstanden. Was heißt erstanden? Letzter Tag Fotokina. Die Asiaten wollen ihr Zeug nie mit heimnehmen. Da kriegt ihr die besten Sachen. Das ist auch ein gutes Stativ. Das ist mächtig schwer. Und es ist auch gefedert. Es hat eben Schraubverschlüsse und zwar ordentliche. Das ist wirklich ein gutes Studio-Stativ. Das steht auch sehr stabil. Kann vor allem auch sehr klein zusammengelegt werden. Aber das einzige Problem ist, es kann nicht in seiner Länge
zusammengelegt werden, sondern eben nur so, dass man die ganzen Sachen auf die Seite schiebt. So, dann wird das zusammengelegt. Das heißt, das ist das Kleinste, wie es zusammengeht. Ist das jetzt gut? Naja, die ganzen Teile hier, diese Montagehalterungen, die sich ja um die Hauptstange hier winden, sind deswegen auch wesentlich stabiler verbaut. Und ja, im Studio, wenn man etwas Platz hat, ist das gut. Im Freien oder im Auto das Teil mitzunehmen, ist kacke. Und wer will schon viel schleppen? Aber ich möchte euch nochmal zeigen, wie die das Problem gelöst haben, wenn man zum Beispiel bei einer Treppe seinen Blitz aufstellen möchte, aber die Treppe natürlich eher nach oben oder nach unten geht. Ist eh logisch. Ne? So, mein Tisch ist zu klein, aber ihr seht, die sind in drei Ebenen hier angeordnet. Und die oberste Ebene, die hier, die kann verstellt werden. Jetzt muss ich nur das ein bisschen anders hinstellen. Jacke! Super. Das Teil hier kann nämlich nach oben und nach unten verstellt werden, was natürlich den Vorteil hat, dass man... hier oben ist eine große Lampe, deswegen ein bisschen blöd. Dass man es zum Beispiel so montieren kann und es eigentlich noch auf eine Schufel raufstellen kann. Das heißt, es ist ganz gut, bringt uns aber nichts, wenn wir nicht viel Geld ausgeben wollen und zum Beispiel mit solchen Billigstativen arbeiten. Das heißt, hier können wir uns zwar abschauen, wie es die Profis genießen dürfen, aber wir Amateure, wir haben natürlich wieder mal das Pech und müssen mit billigem Schund umgehen. Aber nur solange wir dieses Video anschauen, denn ab jetzt wissen wir, wie es geht. Ich zeige es euch nämlich jetzt. Ja, ich weiß, es gibt zwischen dieser Preisklasse und dieser Preisklasse, das kostet so um die 150 Euro, das kostet so um die 17 Euro, da gibt es noch verschiedene Varianten. Und ich weiß auch, es gibt vereinzelte Hersteller, meistens sind es Lichthersteller oder Lichtvertreiber wie Tonmann zum Beispiel oder Tommann, ich weiß, ihr wisst, was ich meine, ja, die diese Lösungen für groß Beleuchtungen zum Beispiel haben, also wenn ihr Konzerte habt oder sonst irgendwas. Ja. Und es gibt auch vereinzelte Stativhersteller, die leider keine kostengünstigen, aber dennoch irgendwie funktionable Schrägstative verkaufen. Wir wollen es hier selber bauen, ist ein Bastelkanal, wir machen es selber. So. Lass uns das Ganze mal hier auf einem Dummy demonstrieren. Das ist mein Dummy. Warum ist dieses Stativ so klein? Na, weil ich es abgeschnitten habe. Das ist nämlich ein riesen Vorteil, ja. Denn ich brauche ab und zu mal Bodenstative und so habe ich mir einfach ein altes Stativ, das mal ein bisschen verbogen war, hier ein bisschen abgeschnitten. Das kann man ja alles aufmachen. Einfach mit der Säge runtergeschnitten und fertig ist die ganze Geschichte. So, jetzt ist es so, wir wollen das Teil hier irgendwie verlängern. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Vorher sollten wir aber vielleicht noch auf etwas eingehen, das ich vergessen habe zu sagen. Ja, es gibt nämlich eine Art und Weise, wie man diese günstigen Stative meistens, es kommt auf die Bauart an, doch schon ein bisschen in Schrägung stellen kann. Und jetzt kommen wir zu diesem Part, wo es clever ist, bis jetzt hier das Video angesehen zu haben. Denn ab jetzt kommen diese Infos, die kaum einer weiß. Da muss ein Trommelwirbel her. Ohne Trommelwirbel wirkt das nicht. Also aufschreiben, Trommelwirbel. Okay? Gehen wir nochmal zu diesem langen, großen Stativ, das am Anfang gezeigt wurde. Dieses Stativ hat hier oben nichts anderes als wie die Möglichkeit, dass wir es zusammenklappen oder komplett schräg ausfahren. Dass es ungefähr so diese Stellung hat. Dadurch wird natürlich die Fläche auch sehr kleiner, wo das Dreibein steht. Und wir haben natürlich auch Probleme, dass es relativ schnell umkippt. Aber es gibt ja noch eine Achse, die wir hier verändern können. Und zwar ist es diese hier. Denn hier gibt es meistens einen kleinen Imbusschlüssel. Und wenn ihr im Besitz eines Imbusschrauben seid, könnt ihr, also Imbusschraubenschlüssel seid, könnt ihr das Teil hier aufschrauben. Und jetzt kann man das hier verändern. Und wenn man beide aufschraubt, kann man es auch schaffen, und jetzt hoffe ich, dass ich das gleich mal hinbekomme, dass wir eben einen mittleren Standfuß haben. So ungefähr. Jetzt können wir das festschrauben. Das hier auch festschrauben. Und dieser Standfuß könnte zum Beispiel, wenn ein sehr windiger Tag ist und ihr am Strand zum Beispiel fotografiert, in den Boden eingegraben werden, bis diese vier Bereiche des Stativs eben wieder am Boden sind. Oder ihr könnt euch das Stativ auch schon so an eine Wand lehnen. Ist immer noch nicht die perfekte Sache und das Gelbe vom Ei. Es funktioniert aber relativ gut, wenn man hier noch ein bisschen mit Gewicht arbeitet. Ja, jetzt fragt man Gewicht. Ja, wie kriege ich denn Gewicht hier drauf? Ja,
Das ist auch so eine Geschichte. Es gibt viele Arten und Weisen, Gewicht an Stative ranzumachen. Ich möchte hier ein, zwei vorstellen. Das kleine Säckchen hier, das ist meine Lieblingsart und Weise, wie ich meine Stative mit Gewicht beschwere. Das wiegt ungefähr ein halbes Kilo, ist mit Sand gefüllt. Ist nichts anderes als wie ein Einwegbeutel mit Sand gefüllt, rundherum dann mit so einem Planenstoff das Ganze schön vernäht und hier Klettverschluss drauf gemacht, dass man eben gerade im Studio zwei, drei von diesen Teilen hier dran macht. Das Gewicht liegt dann im Prinzip unten am Stativ und zieht das ganze Stativ nach unten. Viele Leute sagen aber, hey, ich bin ja meistens im Freien mit meinen Stativen unterwegs. Gut, dann nehmt einfach einen Haken mit, versucht irgendwo hier oben ein Loch zu machen, wo ihr den Haken reinmacht oder hängt den hier ran. Und hier dran kommt euer Fotorucksack, der das Ganze natürlich nochmal nach unten zieht, weil ihr immer euer 70-200 mit dabei habt und das sehr schwer ist, oder? Auch sehr clever, hier einfach eine Wasserflasche dran zu hängen. Einfach einen Mechanismus dran machen, dass man eine Wasserflasche dran füllen kann. Wasser gibt es meistens irgendwo, beziehungsweise besorgt euch einfach einen Eimer, nehmt den mit und füllt ihn mit Steinen. Das geht so simpel, ja, ich weiß. Ja. Okay, was sonst kaum einer weiß, ist, dass es ja diese Rollfüße hier gibt. Die verwende ich im Studio sehr häufig und wenn ich im Studio mit diesen Stativen arbeite und eher schwerere Sachen drauf mache, nutze ich eben diese Rollstative, nicht nur, dass eben das Ganze hier rollt, Moment, Verzeihung, sondern, dass ich eben solche ganz normalen Hantelgewichte hier drauf mache, dann kommt mein Stativ hier, meine Stativrolle hier dran, dann wird das Ganze festgeschraubt und schlussendlich drückt eben dieses, was ist denn das? 1,25 Kilo Gewicht nach unten. Und somit haben wir dann schon über 3,75 Kilo unten. Ihr könnt auch schwerere Gewichte rannehmen. Dann sind wir uns ehrlich, jeder hat Hantelgewichte zu Hause oder Hanteln, aber keiner nutzt sie. Und so haben sie wenigstens einen Sinn. Und es sieht cool aus, finde ich. Aber wer schleppt schon gerne Hantelgewichte mit auf den Berg, wenn er irgendwo auf den Berg shootet? Das heißt, da ist die Devise mit, nehmt euch einfach einen leeren Stoffsack mit und füllt ihn mit Steinen und hängt dann irgendwo ein Stativ, wesentlich einfacher als schleppt eure Hanteln mit nach oben. Wobei, da hätte man auch schon wieder trainiert. Also es bleibt bei euch. Ich überlasse es euch. Ja. Wir gehen jetzt mal zu den weiteren Tricks, die ich noch habe. Ich erwähnte am Anfang von diesem Video, dass diese Schnellverschlüsse hier nicht ideal sind. Warum sind sie das? Weil sie irgendwann mal, und da schwöre ich euch, das ist bei jedem Stativ, auch wenn sie zu sind, ausleiern. Ist geschlossen hier, ja? Das heißt, man versucht dann immer hier doch noch ein bisschen Zug drauf zu bekommen, aber irgendwann mal sind die ausgeleiert. Und der große Nachteil an diesen Teilen, das kann ich euch an dem hier am besten zeigen, diese Schrauben oder diese Muttern, die man festziehen muss, die sind da ganz drinnen. Das heißt, auch mit so einer Spitzzange kommt man da sehr schwer ran. Und hier hinten ist kein Schraubenschlüssel, wo ich einfach mit einem Schraubendreher hier reindrehen kann. Dafür gibt es aber etwas, was fast jeder bei seinen Stativen dabei hat und es fast nie nutzt. Und zwar ist es diese Klemme hier. Schon mal gesehen, so ein Teil? Imbusschlüssel hängt normal nicht drauf. Diese Klemme hier. Ja. Findige Leute haben diese Klemme entwickelt, die kostet einen Schaß mit Eiern. Ich versuche sie unten zu verlinken, wenn ich sie finde. So etwas ist recht schwierig. Meistens sind die dabei. Meistens ist das einfach so ein kleines Giveaway. Ja? Die haben mehrere Möglichkeiten. Und zwar diese Aussparung hier, die ist eigentlich dafür da, dass wenn man diese Klemme hier irgendwo ranmacht, dass man das Kabel vom Blitz hier durchschleifen kann. Dass das Kabel nicht lose hängt, sondern dass das Kabel einfach an das Stativ rangezwängt wird. Und dann haben wir mehrere kleine Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten hier nutze ich zum Beispiel sehr gerne, um diese Haken aufzuhängen. Die sind aus dem IKEA. Die kriegt man normalerweise in der Kinderabteilung, wollte ich schon sagen. Nee, in der Küchenabteilung, genau. Da gibt es diese Haken. Die gibt es, glaube ich, im 10er-Pack oder so. Kostet einen Apfel und ein Ei. Und die habe ich ganz gerne mit dabei, weil da kann ich ziemlich gut was aufhängen. Zum Beispiel ein Nasenloch. Okay, und zu guter Letzt gibt es das Teil hier. Und dieses Teil hier, ja, jetzt erkennt man es, jetzt sind wir alle schlau. Ah, dieses Teil, das ist zum Festmachen, das ist ein Imbusschlüssel. Das heißt, ich locker hier das ganze Teil, fahre hier rein, ziehe zwei, dreimal an und auf einmal sperrt das Teil wieder. Ja? Und jetzt wird der EOS-Andi sich gerade freuen, weil genau das ist das, was er braucht, damit seine Stative bei dem nächsten Workshop hier wieder extrem stabil sind. Und nicht vergessen,
das Teil muss wieder ran, weil sonst verliert man es unweigerlich irgendwann mal. Gut, das waren mal so die Haupttricks, die man für Stative wissen sollte. Ich glaube, es gibt nicht mehr viel mehr. Ich gehe jetzt mal wirklich zu diesem Thema über, dass ich euch zeige, wie ich hier Schiefität mit geraden Stativen versuche zu vereinen. Gut, wir haben vorher schon festgestellt, sobald es schief ist, ist das hier mega schief und das sollte eigentlich wieder in diese 45 Grad Winkel reingehen. Das heißt, solange diese Stange hier gerade ist, steht unser Stativ auch perfekt hier im rechten Winkel nach oben. Wir müssen das hier nach unten verlängern. Die Frage ist, wo wir es nach unten verlängern. Hier am Ende, dann hätten wir natürlich die meiste Stabilität, beziehungsweise hier, hier ist auch ein sehr stabiler Punkt. Die Frage ist, ob man es nicht einfach flexibel macht. Und ich habe hier mehrere Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte. Ich habe zum Beispiel so eine Plastikschelle. Diese Plastikschelle erlaubt es mir hier und hier, beziehungsweise hier, irgendwelche Sachen reinzumachen, mit denen ich dann hier festschrauben kann. Festschrauben ist überhaupt gut. Ich hätte es gern geschweißt, aber das ist Alu und ich kann kein Alu schweißen. Ja. Es ist nur so, ich bin jetzt leider Gottes gerade eben voll drauf gekommen, dass diese Löcher viel zu klein sind für diesen Umfang von... Ja. Ich bin auch am Überlegen, ob ich jetzt gerade das Teil opfern soll, damit wir dann das nutzen können. Das ist nichts anderes als so eine Schelle, so eine Verbindungsschelle, die man eigentlich bei Lichtformern mit dabei hat, dass man sie auf ein Stativ raufsetzen kann und das hier so hin und her biegen kann. Solltet ihr so mutig sein und sagen können, okay, dieses Loch richtig schön groß zu machen, dass hier nicht nur ein Finger, sondern auch mal ein Daumen durchpasst, dass man hier das drauf machen kann, wenn ihr euch das zutraut, macht es. Es muss nur stabil sein. Ich habe auch schon überlegt, ob man das nicht hier mit Schellen macht. Und Schellen, mit Schellen meine ich solche Rohrschellen, die man richtig zuschraubt. Du musst halt immer einen Schraubenzieher mitnehmen. Ja. Ich glaube, dass dieses Teil, auch wenn es ein bisschen teurer aussieht und es auch ist, es gibt das auch in günstigen Varianten, ich habe es unten mal verlinkt, das ist natürlich für mich jetzt die allerbeste Möglichkeit. Zumindest in der Theorie. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Da seht ihr verschieden große Löcher drinnen und das heißt aber auch verschieden große Löcher. Es ist ganz egal, wie groß meine Stange oder wie dick meine Stange ist, irgendeins dieser Löcher funktioniert schon. Das tut es hiermit. So. Ja, jetzt habt ihr wahrscheinlich auch langsam herausgefunden, auf was ich denn hinaus möchte. Ich möchte das jetzt hier mal festschrauben und dann habe ich auf der anderen Seite ja nochmal so ein Gegenteil, wo ich eben verschieden große Stangen, wo ich verschieden große Elemente mit einbauen kann. Jetzt habe ich es heraus. Und ich habe hier so eine Stange. Ja. Ich glaube, es ist eigentlich total egal, welche ihr nehmt. Es muss was Stabiles sein. Es muss nicht zwingend jetzt ungefähr einen Meter lang sein. Aber ich kann das Teil hier... Ich möchte mir nichts kaputt machen da oben. Ja, hier passt es rein. Ich werde das hier jetzt einfach mal reinstecken. So. Dann hier so aufbauen. Jetzt kann ich sogar den Winkel hier einstellen. Das ist ja eigentlich die simpelste Methode, wie man hier das Ganze austariert. Das ist toll. Und wenn es hier weiter nach unten geht, weil ihr am Mount Everest fotografiert, dann müsst ihr das halt ein bisschen schiefer machen, länger machen, wie auch immer. So einfach geht's. Ja, ihr braucht nur so eine Schelle. Dann ist alles gut. Ich wollte am Anfang ja schon mal ganz kurz sagen, es gibt Stative, die schon so eine kleine Sache eingebaut haben. Die haben im Prinzip nichts anderes als eines dieser Endrohre sind verlängerbar, dass ihr eben hier den Winkel ein bisschen austarieren könnt und unter Umständen über 3-4 Stufen runterkommt. Das gibt es, ja, aber die gibt es nicht im Winkel verstellbar. Denn was ist, wenn hier eine Hauswand wieder hochgeht? Ja, oder hier der Kollege mit seinem Stativ steht und ihr keinen Platz habt. Mensch, ich muss mir echt was anderes hier überlegen, dass ich hier wirklich gut mit euch reden kann. Aber Fakt ist, für mich reicht das absolut, dass ich eben ein Stativ schief irgendwo hinstellen kann. Und solltet ihr jetzt sagen, ja, das versinkt mir ja im Waldboden. Ja, das versinkt euch im Waldboden. Da braucht ihr wie beim Skistecken, ja, unten so kleine Teller drauf. Aber da ist ja auch ein Gewinde drauf. Macht halt einfach was drauf oder keine Ahnung. Ich habe hier
Auch noch so eine Schelle. Ich hab's ja. Ja, ich habe ja Schellen ohne Ende. Dann montiert da halt einfach was anderes drauf, dass ihr nicht versinkt. Es ist ja nur theoretisch gesehen so, dass es funktioniert. Ich sehe euch wieder unten in den Kommentaren reinschreiben. Ja, aber das ist okay so. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr so weit, was das hier angeht, vielleicht noch nicht gedacht habt und erst jetzt clever werdet, weil ihr jetzt einen schon gedachten Gedanken von mir weiterspinnt. Das ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass ihr jetzt an die Sache denkt und das eigentlich wahrscheinlich ganz cool findet. So, wir hören jetzt auf mit diesem Video, denn es ist eigentlich jetzt alles zum Thema günstige Stative gesagt. Ich habe hier nichts mehr vorbereitet und ich fand das eigentlich jetzt mal recht clever, eine Frage zu beantworten, die jemand anderer gehabt hat. Finde ich toll. Wenn ihr sowas habt, wenn ihr wissen wollt, wie ich irgendwas bauen würde, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Das ist cool. So können wir nämlich kommunizieren. Und das mag ich. Ich habe heute nichts geschweißt, ich habe heute nichts aus Holz gebaut. Ich habe heute lediglich Sachen, die man kauft, versucht zu kombinieren. Und ich möchte den Händlern hiermit einen Schlag ins Gesicht setzen und sagen, Leute, denkt doch auch mal ans kleine Volk wie wir. Wir hätten gerne coole Stative mit billigen und simplen Lösungen, die wir einfach überall nutzen können. Denn sonst killen uns unsere Ehefrauen, die bei einem Shooting dann ständig mit einem Stativ hier so dastehen und das ganze Zeug halten müssen. Und so kann man es alleine machen und den Tag viel schöner genießen. Das könnte man taktvoller ausdrücken. Egal. In diesem Sinne, wenn euch so ein Video gefällt, da unten wird geliked. Ja. Oder das Kommentar. Also da kann man auch kommentieren, ja. Oder ihr liked den ganzen Kanal, dann seht ihr alle Videos. Und vor allem zeige ich euch auch das letzte Video und was sonst noch dazu gehört. Es hat mich sehr gefreut, dass ich wieder was für euch drehen durfte. Es kommt jetzt auch wieder mehr. Peace, Love and Photoshop. Schweig Ober and out.